Okay, es geht los. Ich freue mich. Ich habe lang vorbereitet auf diesen Auftritt heute Abend, Security Man, und ich werde mein Bestes geben. Jetzt bin ich dran. Es wird knallhart und vor allem am schlimmsten wird es Kollegen Schmitz treffen. Tschüss. Ich kann sehr gut Englisch, dachte ich. Am Schluss haben sie uns fast verhaftet. Telefonierst du jetzt? Nein, Entschuldigung. Ist das geil? Nur ganz kurz. Nee, ist okay. Ist jemand dran? Jetzt nicht mehr. Willst du zurückrufen? Was? Willst du zurückrufen? Nein, Entschuldigung. Stör ich, dann warte ich einen Moment. Nein. Alles gut, alles gut. Soll ich anrufen? Nein. Alles gut. Anrufbeantworterspruch kann ich auch, ist kein Problem. Nein. Ist okay. Das landet noch ein bisschen brennend jetzt, ja? Vielleicht können wir ein Foto machen. Bitte? Können wir ein Foto machen? Was hast du gerade gefragt? Ob wir ein Foto machen können. Ja. Ob wir ein Foto machen können? Ein Foto. Ja. Na klar, komm drauf. Ja. Bitte, gern geschehen. Das ist großartig. Danke. Sehr schön. Gut. Wer möchte jetzt sonst noch bitte mal in einer Reihe ausstellen? Ja, ich dachte, das machen wir jetzt neuerdings vor der Show. Ist viel besser. Sind wir danach. Dann haben wir erst mal eine Stunde die Fotos gemacht. Und dann können wir dann halt so. Großartig. Kann ich sonst noch was für euch tun? Nee, das war's erst mal. Ja. So, bitte. Pass mal auf, ich hab dem Ohr, ja? Nochmal so ein Ding, der Tennis raus, meine Mutter ist auch weg. Hey, okay. Hab der gleich. Alles klar? Okay. Ja? Ja. Kein, hab alles im Griff, alles super. Wir wissen Bescheid, hab dich, Junge. Nehmt seinen Beruf sehr ernst, was wollt ihr machen? Ja, nee, weiß nicht. Wollt ihr euch rausschmeißen? Nein, alles gut, okay. Alles gut. Nicht, ich hab dem Ohr, Junge, ja? Okay. Sollen wir einfach mal warten, ob er nochmal kommt? Nochmal. Vielleicht will er auch groß rauskommen, kann auch sein. Ja, weil er macht seinen Job, ist ja gut. Ja. Das sieht ja eigentlich pass gut so. Auf, pass gut ja. Auf. Ja. Ich weiß ja nicht, was du da in dem Beutel drin hast, weil was da noch rauskommt. Zeig doch mal, was du da drin hast. Ich entscheide jetzt selber, machen weiter. Soll ich mal gucken? Ja. Wir haben zum Geburtstag habe ich die Karten bekommen. Und da müssen wir doch ein Gläschen Sekt rausbringen. Jetzt nicht sehen, die holen jetzt gerade wirklich zwei Gläser und eine Flasche Sekt raus. Ja. Moment, Sekt noch nicht, jetzt haben wir Sekt. Ach, ein Prosecco, sehr schön. Ja. Komm mal, ich halte es mal fest, so. Was ist? Krieg ich auch was? Komm, ich trinke auch einen Meter. Ja, komm. So, das auch hier. Dankeschön, jetzt habe ich beide besser. Lasst euch schmecken, ihr zwei. Danke. So nicht. Wollen Sie sich hier vorne hinstellen vielleicht? Ist doch kein Problem. Können Sie auch hier vorne, dann haben Sie alles im Blick vielleicht. Ich würde dann derweil weitermachen, aber Sie können sich auch gerne hier vorne hinstellen. Das ist kein Problem. Das ist mein Stock. Tut mir leid, die Störung, meine Damen und Herren. Ich muss denn nur für Security sorgen. Zum einen. Zum anderen wollte ich sagen, ich bin ein riesen Fan von Ihnen. Ja. Das freut mich sehr. Ich hätte nicht gedacht, dass ich finde auch schade, dass Sie deine Sendung nicht mehr machen. Ja. Mit dem Rausnehmen. Rausnehmen? Achso, mit dem Wasser. Drückst du im Wasser, bist der Mann. Drückst du nicht, kann sie ran. Genau so. Das wollte ich. Genau so war's. Ja. Ich hab ganz kurz, könntest du mal kurz vielleicht mir das halten? Dankeschön. Aber furchtbar gern, sehr gern. Ja. Und das eine, das andere. Sorry, wollen wir auch noch ein Foto machen vielleicht, die beiden Ja, das wird Duft, ja, wollte ich vielleicht. Ich wollte, komm. Wenn wir, warte mal. Ja. Ja, ruft ihr doch schon mal wenig hinter an, dass es später wird. Ja? Mal eben, bitte. Ja. Super. Ja. Haben Sie denn für ein tolles Parfum, sagen Sie mal. Das ist schön, ne? Sehr schön. Das mache ich selbst. Nee. Nee. Zum anderen wollte ich fragen, Herr Schmitz. Ja? Ja. Wisst ihr was? Was schauen Sie, wie es mir geht? Komm mal her, komm mal her. Nee, ist okay. Ich tue nichts, ich will hier. Ja, das ist gut, ja, das ist gut. Kann man länger machen. Ja. Aber ich kann, wenn ich, kommen Sie mal ran, ein Stück mit hier. Ja, ich tue nichts, halten Sie mal. Ich habe jetzt die Kurve, die schreiben wir mal drauf hier. Ja, was? Nee, die andere Frage ist einfach, lieber Ralf, mein Freund, die Frage ist ja, verstehen Sie Spaß, Herr Schmitz? Und da ist die Kamera. Und da ist eine Kamera. Und das sind meine beiden Vögel. Und ich sage dir, ich freue mich
Das muss ich jetzt mal kennenlernen. Hallo Ralf, ich bin's, deine Lieblingsbabsi. Herzlich willkommen bei Verstehen Sie Spaß? Wir haben dich reingelegt. Ich freue mich auf dich, gleich hier im Studio. Bitte mach alles noch zu Ende, mach deine Zuschauer glücklich und dann setzt du dich ins Auto und kommst zu uns. Zu Verstehen Sie Spaß, heute Abend. Super Gefühl. Ich hasse euch. Oh, mein Lieber, das ist ja unglaublich. Das ist ja unfassbar. Ich sag nur, das gibt's doch nicht. Ja, halt doch mal deinen Gürtel. Ja. Nimm dir wieder Platz, ihr beiden. Ja, hier, schau mal, schenke ich dir. Dankeschön, großartig. Lieber Ralf, es ist eine große Freude, dich heute hier kennenzulernen. Weißt du, was ich toll finde? Was denn? Ich finde toll, ich habe mein ganzes Leben lang, ich habe früher schon Paola und Gott will ich so heimlich geguckt, ich wollte immer mal überrascht werden. Heute ist es passiert. Es ist eine große Ehre. Es ist soweit. Und ich zeige dir was. Ja. Ich wollte dich immer schon mal kennenlernen. Ja. Und dann dachte ich mir, dann machen wir das heute und so ist es. Und es ist eine große Ehre. Großartig. Schönen Abend. Tschüss. Danke dir. Verdammt, Doktor! Film. Abo. Mediathek. Abo. Mediathek. Abo. Lustig. Film. Lustig. Mediathek. Lustig. Abo. Woo! Yeah!